das Land? Wie die Mauer ohne Ratten darin? Die Kriegsmaschine. Oh, dann sind wir wohl ziemlich verzweifelt. Ja, erwischt! Wichtigere Dinge kümmern, selbst wenn wir die Mauer durchbrechen. Ja, ist es besser so. Besser für wen? Nein, das ist auf jeden Fall eilig. Die Zwerge sind hier. Gut gemacht, Sindri. Ist nur Sindri. Ich weiß, bin spät dran. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sindri! Lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Und ich werde sie jetzt zerstören. Bevor du sie zerstörst, müssen wir sie auf die Schwachstelle richten. Klar. Sollen die Zwerge doch hinter den Riesen aufräumen. Schön Vorsicht! Biefall! Was ihr wolltet. Das wollte ich nicht. Nein, verschließ dein Herz davor. Verschließ dein Herz. Wer sind die? Leute Midgards. Odin nahm sie auf. Sie sollten nicht hier sein. Das sind keine Soldaten. Odin hat sie in den Tod geschickt. Kriege gewinnen die, die bereit sind, einfach alles zu opfern. Alles.
machst du? Sohn, hör mir gut zu. Du fühlst ihren Schmerz, weil das deine Natur ist. Das darfst du nicht verleugnen, niemals, für niemanden. Ich lag falsch, Atreus. Ich lag falsch. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz und spüre ihr Leid. Das hat deine Mutter gewollt. Und ich will es auch. Heute. Heute werden wir uns bessern. Aber was können wir tun? Seht ihr, wie groß der ist? Ich glaube, wir gewinnen. Wenn sie uns nicht vorher töten! Warum kämpfst du nicht? Ragnarök ist hier. Wir haben Odin endlich genau, wo wir ihn... Wir halten Odin auf. Aber wir sind nicht gekommen, um die Unschuldigen zu opfern. Wir durchbrechen die Mauer bei Rimthurs Schwachstelle. Mit welcher Armee? Atreus und ich reichen dafür. Das ist Selbstmord. Das mag sein. Doch wir sterben für Gerechtigkeit. Nicht für Rache. Kann diese Waffe die Schwachstelle öffnen? Das werden wir wohl rausfinden. Ihr drei. Bringt die Leute in Sicherheit, wo immer das sein mag. Es wird erledigt. Freya und ich tun, was wir können. Und verlangsamen Ragnarök. Er war zuvor bei Verstand. Vielleicht lässt er mit sich reden. Odin wird nicht entkommen. Und falls doch, so helfe mir. Ich weiß. Fuck dich! Ich helfe denen, die festsitzen. Wir treffen uns bei der Schwachstelle. Geh! Geh, Atreus! Nicht der Einzige mit Pipi in den Raum. Sindri, pass auf und bleib hinter mir! Pass du auf! Ich will kämpfen! Galvar! Sindri, pass auf und bleib hinter mir! Pass du auf! Ich will kämpfen! Mach das mal. Ölvadri! Hör mal, darf ich kurz? Nein, darfst du nicht. Sei still und kämpfe. Ah, wir können gar nicht blocken. Ach.
seine Rechte von mir dumm. Glauben lassen, dass wir keine Feinde sein müssen. Truth, mir geht's gut. Aber Mutter hatte doch recht mit dir. Du bist ein Mörder, genau wie dein Vater. Und ihr wollt uns alle töten. Nein, nur Odin. Sendri, nicht! Wir sind Freunde. Freunde bringen einem nicht das Ende der Welt vor die eigene Haustür, Loki. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Den machst du sehr oft. Das ist keine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ich will's wieder gut machen. Geht es Gyldir gut? Hast du ihn gesehen? Was soll mit ihm sein? Wovon genau redest du da? Odin ist gewillt, die Bewohner Midgards zu opfern. Er hat sie zur Abschreckung an der Mauer aufgestellt, weil sie nicht kämpfen können. Ihre Tode sollen uns einfach nur verlangsamen. Warum sollte er das tun? Und warum sollte ich dir überhaupt glauben? Weil er recht hat. Weil Odin so ist er schon immer gewesen. Mutter, warum bist du hier? Was? Er opfert jeden, egal wen, um ein Problem zu lösen. Alle aus Midgard. Deinen Freund. Unsere Familie, jeden von uns. Ich hatte gehofft, dein Vater würde sich ihm widersetzen, doch jetzt liegt es an dir. Was willst du mir damit sagen? Ich habe nie gezweifelt, dass du die fähigste Walküre wirst, die es jemals gegeben hat. Aber nicht für ihn. Verstehst du das? Aber unsere Familie... Ohne Odin können wir eine sein. Eine echte. Was er tut, ist falsch. Oh, ein Pipi-Moment. Oh. Er sagte, wenn wir standhaft sind, sind wir sicher. Wir wären ihm was schuldig. Aber nicht euren Tod. Ach was. Vater wird sie nicht zu Großvater lassen. Dann geh mit ihm. Er wird auf dich hören. Bist du bereit, deine Leute zu finden? Ja. Nicht tot. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Na endlich. Oh.
gut, das hört sich nach einem Magenkneifen an. Oder eine ziemliche Darmblockierung. Sehr gut, Sohn. Sehr gut. Hier ist das Mädchen. Hallo, Frau Thorsdottir. Thorsdottir? Das ist meine Freundin. Pass auf! Und
Und jetzt eilig, ey. Das macht so Laune, ich glaub's nicht, ey. Ich bin froh, dass es nicht leichter gestellt habe. Wo muss man hin? Nein. Die große Loge, da müssen wir hin. Hat sie auch getragen. Er wollte nicht hören. Okay, Ragnarok, ne? Das ist gerade nicht das größte Problem. Auch nicht. Geh zu deiner Schwester. Ihr müsst Ragnarok aufhalten. Ich kämpfe hier. Aber wenn ich nur... Nimm Atreus und die Maske und blick nicht zurück. Mein Sohn vertraut dir. Also tue ich's auch. Nein. Ich hab genug okay. Von dir und deinem Sohn. Ja, und wir von Odin. Also lasst uns prügeln. Ich glaube, das wird jetzt hart. Keine verdammten Spiele mehr. Und diesmal darf ich dich auch töten. Ich will meine Axt. Ich will meine Axt. Wir müssen das nicht tun, oder? Das ist, wer wir sind. Das reicht nicht. Der Junge glaubt, du hättest dich verändert. Beweis, beende das. Genug gewesen. Rüpf und stör. Was ist das? Und dann haben wir benutzt, benutzen wir den auch. Du hast die Wahl! Wir werden alle sterben! Ich vertrage das! Und du? Jedes Mal, ey. Jedes Mal. Wer sauer. Greift meine Tochter! Hitten und Käsekästchen spielen. Du greifst meine Tochter! Nein! Ich hab nicht! Du bringst das in mein Heim!
zu meiner Familie! Ach, ey. Der ist echt fies gemacht. Wenn dies das ist, gib du zuerst! Kleinen schwulen Attacke. Gegen seine Natur. Okay.
verdammt nochmal wartest du? Deine Tochter. Mein Sohn ist ihr Freund. Wenn du ihr wehtun willst. Das werde ich nicht. Weißt du nicht, was ich getan habe? Doch! Aber was wirst du jetzt tun? Wir ändern uns nicht. Wir sind Zerstörer! Nicht mehr. Nicht mehr. Zum Wohle unserer Kinder. Wir müssen besser sein. Tot. Redet ihr etwa? Wer hat dir das befohlen? Du redest nicht. Du denkst nicht. Ich denke, du tötest. Ein verdammt simples Konzept. Sif hatte doch recht mit dir. Ich wollte es nur nicht einsehen. Was soll das? Bist du kaputt? Ich bin dein Vater. Nimm den Hammer und töte, wenn ich sage, du sollst töten. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte das nicht. Nein! Fruit, das ist alles ihre Schuld. Sie haben uns das angetan, unserer Familie. Ich muss mich offenbar um alles selber kümmern. Dein eigener Sohn? Deine Enkelin? Warum? Fruit, geht es gut. Ich rette sie. Und Thor, der geht auf euch. Ihr habt ihn gegen mich aufgebracht. Ihr habt alle gegen mich aufgebracht. Das hast du eigentlich ganz gut alleine gekriegt. Odin, bitte! Du kannst das beenden! Ihr könnt das beenden! Gebt mir einfach meine Maske! Klar! Dir vertrauen! Das klingt nach einer tollen Idee! Blocken? Weißt du noch? Ja, wir können auch einfach draufhauen. Einfach nicht anders, oder? Ein Zerstörer. Mehr bist du nicht. Wie konntest du mir das antun, Loki? Ich will es gut machen. Du kannst uns doch helfen. Wach auf, Junge. Das kann man nicht gut machen. Du kommst in mein Land, bringst meine Familie gegen mich auf! Hat aber schon mal gesagt. Du hast den Kampf begonnen! Nein, nein, nein! Das alles begann lange bevor du auftauchtest! Du bist ein Nichts!
geschlagen! Göttermörder! Das wolltest du doch, oder? Nein! Nein, lauf! So vieles besser als meiner? Ich hoffe, du hast bekommen, was du wolltest. Noch nicht ganz. Glaubst du, du beherrschst als Einziger einen Bindezauber? Ich verbrachte viele lange Winter mit dem Gedanken, was ich wohl sagen würde, wenn ich zusehe, wie du aufhörst zu atmen. So nah ran mit dem Ding. Aber jetzt wird mir klar, dass es nur eine Sache gibt, die du wissen musst. Du hast absolut keine Macht mehr. Das ist meine Pflicht. Ich vergaß, wie gut du mit Flügeln aussiehst. Oh, Ehemann. Du hast stets Wissen begehrt. Tja, jetzt werde ich dir beibringen, wie es ist, wenn man alles verliert. Knie vor deiner Königin! Ich hab dich immer geliebt, weißt du? Du hast niemanden je geliebt!
Vater? Freya? Ist es, Loki? Nein, 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 nein. Schluss mit Kämpfen. Nein. Nichts davon ist jetzt wichtig. Das ist dein Moment, Loki. Groa wollte dich vor mir verbergen, aber das ist dein Schicksal. Streiter aller Jötnar. Nur er kann die Maske tragen. Und nur er erblickt die volle Wahrheit der Schöpfung. Er löst die Rätsel von Leben und Tod. Kein Zweifel, keine Verwirrung. Das ist deine Bestimmung. Setz sie auf, Loki. Stell ihr die Frage. Du hast die Wahrheit. Ich vertraue dir. War das alles umsonst? Du willst ein Niemand sein! Wo sei es? Angriff! Darauf hast du wirklich lange gewartet, nicht wahr, Frick? Darauf hast du wirklich lange gewartet, nicht wahr, Frick? So mich! Leider zu spät! Das ist komisch, von seinen Kügelchen kann man getroffen werden? Was kann am besten nicht? Vergiss mich nicht, Alfratze! Wie hast du mich genannt? Das ist für Brot! Fliegt! Mehr kannst du nichts außer deinen billigen Tricks, Alter. Deine Pfeile! Hab's geschafft! Die armen Vögel, ey.
alles habt ihr ruiniert. Was habe ich dafür geschuftet? Was? Ah, wir verstecken uns wieder hinterm Schild. Alles habt ihr ruiniert. Was habe ich dafür geschuftet? Was habe ich dafür getötet? Ich wollte nur antworten. Hättet ihr mitgespielt, wäre das alles nicht passiert. Wozu das alles? Antworte mir, Loki! Wozu das alles? Rett mich! Das war unsere Chance, Loki. Ich hätte meine Antworten bekommen. Und mehr als das, die Wahrheit. Und du hast mir das genommen. Alles wäre besser geworden. Wir hätten gemeinsam die neuen Welten verbessert. Es ging dir nie um die Welten oder mich. Es ging nur um dich. Du hast alles zerstört. Mein Zuhause, meine Familie, mein Königreich. Du warst das selbst. Das waren deine Taten. Du hast deinen Sohn getötet. Das war nicht gewollt. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer die Wahl. Du musst aufhören. Du hast die Wahl, dich zu bessern. Nein, nicht ich. Ich muss wissen, was als nächstes geschieht. Ich höre niemals auf. Warum musstest du das sagen? Sopna. Upfra. Fesu. Sopna. Hethan. Sopna.
Sopna. Was los, amigo? Willst du die blauen Lämpchen haben? Was tun wir mit ihm? Ich schwor, dass ich dir niemals die Wahl zwischen Leben und Tod abnehme. Ich sehnte mich so lange nach diesem Moment. Und jetzt ist er hier. Ich brauche das nicht, um frei zu sein. Wir haben ihn aufgehalten. Nur darauf kommt es an. Ragnarök, er ist hier. Zeit zu gehen. Und wo sollen wir hin? Aufweg gefällig. Wie? Riesending. Also, hier nach. Beeilung. Genau dorthin, wo du sein solltest. Mutter? Da ist er. Wach auf, Atreus. Wach auf. Gut, dass du wieder hier bist. Hallo. Wo ist mein Vater? Irgendwo hier im Lager. Er wird sich sehr freuen. Danke, Er. Ich sollte zu Vater. Alter, jetzt müssen wir noch einen kleinen Schnippeln oder was? Mutter, hör auf damit. Ruhig. Frut. Loki! Ich bin so froh, dass ihr beide lebt. Wirklich. Und es tut mir leid. Thor,
Er hat's versucht, weißt du? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Nichts wird das ändern, was du fühlst. Aber vielleicht tröstet es dich, dass Odin erledigt ist. Ja, auf jeden Fall. Loki, es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Im Ernst. Bleibst du hier in Midgard? Eine Weile. Dann muss ich etwas finden. Hildi Sweeney möchte, dass wir die Bewohner Asgards nach Vanaheim bringen. Für den Wiederaufbau. Ich wünsche Ihnen das Beste. Und dir auch. Oh, und Thrud. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Bis dann, Loki. Sei vorsichtig. Wurden deine Waffen im Kampf beschädigt? Ich glaube nicht. Vielleicht ein kleines bisschen. Wir schauen sie uns später. Oh, doch, denke ich. Hm, Hugin hat's geschafft. Das ist gut. Glaub nicht. Oh, und wenn du dieses Holz zu Branas Zelt bringen könntest... Skildy? Loki, hey! Schön, du hast mich trotz Kopfverletzung nicht vergessen. Hattest du eine Kopfverletzung? Alles verschwamm, vielleicht war das jemand anderes. Egal. Mensch, ich... Freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch. Du hast viel zu tun? Ach, ich helfe den Leuten einfach gern. Wir haben bald Schlafsäcke für alle und die Wölfe deiner Freundin halfen bei der Jagd. Wir sollten genug Essen für alle haben. Echt jetzt? Echt jetzt? Und hey, vielen Dank für alles. Ohne dich und deine Freunde wären wir nicht hier. Ja, natürlich. Ich hätte nur gern mehr Leute rausgeholt. Loki, das war gut. Danke, Skildir. Pass auf dich auf, ja? Hey, du kennst mich doch. Eigentlich nicht. Hat jemand irgendwo noch Becken gesehen? Der Schnee mag schmelzen, aber es wird trotzdem ziemlich kalt sein. Oh, da ist er. Ein für den Jungen hier. Skald! Hört, hört! Skald, ohne dich wären wir nicht hier. Oder Freyrs Opfer. Das stimmt. Oh, wir haben gerade über Freyr gesprochen. Gut, gut. Wo war ich? Oh, als ich ihn traf, dachte ich, er wäre ein Krieger, ein echtes Genie, ein geborener Anführer. Seine Legende eilte ihm voraus. Er selbst war aber ganz anders. Er hat mich trotzdem überzeugt. Er war einfach so nett. Und wirklich gut aussehend. Das stimmt. Und äußerst charmant. Gut, hört auf, sonst muss ich gleich wieder heulen. Verzeiht. Ich muss zu Vater. Pass auf dich auf! Schön, dass du wach bist. Freya. Er wollte es so. Ich konnte ihm das nicht abnehmen. Er hat uns alle gerettet. Das werde ich nie vergessen. Die Familie, die ich zu haben glaubte, wurde mir Stück für Stück genommen. Aber meine neue Familie spendet mir Trost. Deine Mutter hatte recht, weißt du. Du hast diesen Bogen letztlich gemeistert. Du bist ein großer Krieger. Aber noch mehr als das hast du ein gutes Herz. Nichts, was dir widerfuhr, konnte das ändern. Ich bin stolz auf den Mann, der du bist, Atreus. Danke. Für alles. Ich sollte zu Vater. Das solltest du. Atreus! Du hast uns ziemlich erschreckt. Schön, dich zu sehen, Mimir. Hör zu. Ich will dir danken. Ah. Was hast du sonst vom klügsten Menschen der Welt erwartet? Du bist nicht nur klug. Du hast mir zugehört, mich angeleitet und bist im Grunde
ein zweiter Vater für mich. Junge. Nein, du musst das hören. Ich schätze dich wirklich sehr. Ich hab dich auch sehr gern, Kleiner. Bis dann, Mimir. Gut, dich zu sehen, Atreus. Dich auch, Hildisvini. Du willst also nach Vanaheim mit den Armen? Das stimmt. Und es ist schön hier, oder? Kein Lärm. Uns geht es gut. Du warst heute so gut, Junge. Ich bin stolz auf dich. Vielleicht finden wir später noch was Leckeres. Na gut. Ich bin dran. Wer ist das? Hm? Ja, wir kennen ihn. Vielleicht überrasche ich dich ja bald mal. Oh, hast du schon? Du warst in guten Händen. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich entschied, dass ich das Ende besser selbst schreibe. Du hast es deinem Vater nicht gesagt, oder? Was gesagt? Komm schon. Riesenvision. Ich hab's gesehen. Verstehe. Alles in mir sagt, dass ich das tun muss, aber ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Euch beiden. Ich will nicht stören. Zu spät. Das ist auch für dich. Atreus, schön, dass es dir gut geht. Ja, und dir auch. Also... Wie endet die Geschichte? Was? Vor Ragnarök. Du hast versprochen, zu Ende zu erzählen. Als der Tod eintraf, fragte er, weshalb der alte Mann ihn gerufen hatte. Mit dem Tod vor Augen überdachte der alte Mann seine Bitte nochmal. Nach einem Moment fragte er, ob der Tod ihm die Stämme auf den Rücken legen könnte, damit er seine Reise fortsetzen kann. Er war nicht bereit zu sterben. Er wollte weiterleben. Das ist eine Menge Rauch. Offenbar sind Teile von Asgard überall in den Welten gelandet. Vielleicht sind noch einige Einherjar in ihrer Nähe. Aber deshalb habe ich dich nicht hergebracht. Mutter? Mein Schrein in Jötunheim. Sie hat ihn zerstört. Wir sollen unser Schicksal nicht kennen.
Wegen ihr wählten wir unseren eigenen Weg. Sie wandte sich gegen ihr eigenes Volk. Unser Volk. Um euch zu schützen. Sie gehen nicht alle auf. Tut mir leid. Vater, ich muss mit dir über was reden. Da draußen sind andere Riesen. Und ich muss sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin für sie verantwortlich. Ich muss das allein tun. Ich will es nicht allein tun, aber es muss sein. Es ist schwer zu erklären. Macht es dir Angst? Ja. Und deswegen musst du es tun. Wie du gesagt hast. Ja. Wir haben heute wegen deiner Entscheidungen überlebt. Wem du traust. Wen du Freund nennst. Sohn, du bist bereit. Wir haben's versprochen. Loki wird gehen. Atreus wird bleiben. Kümmere dich um alle.
Was hast du dort gesehen, Bruder? Ein Weg. Den ich mir nie erträumt hätte. Und was jetzt? Es gibt viel zu tun. Wieder aufzubauen. Wollt ihr mir helfen? Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Jetzt wahrscheinlich eingeschlafen. Ja. Also wir müssen jetzt wieder ganz runter noch. Damals bei dem ersten Teil auch so, haben wir doch mal, ne? Also bei dem ersten Teil auf dem PC. Freya, wir sollten wohl über Gnau reden. Wir müssen nicht über sie reden, wir müssen sie nur finden. Aber Odin wählte sie zu seiner neuen Walkürenkönigin, eine Warnengöttin, deine Freundin. Gnau schwor Asgard vor langer Zeit die Treue und unsere Freundschaft endete kurz danach. Was ist passiert? Ich traf eine Wahl, die sie nicht akzeptieren konnte. Kratos, sie hasst mich. Sie wird uns Probleme machen. Besser wir finden sie, als sie uns. Und noch einen für den großen Höchst selbst. Skål! Oh, das ist so weit weg. Ein paar Dutzend Leute pro Lager. Familien bleiben natürlich zusammen. Leb wohl, Kratos. Danke. Vielen Dank. Wir bringen so viele Vorräte mit wie möglich, aber viel wird es nicht. Mach dir keine Sorgen. Jeder, der in der Lage ist, kann mehr Vorräte holen. Asen und Warner. Gemeinsam. General, Freya, Mimir. Meine Herren. Schildmeiden. Blessadur, hast du die Verräterin Gnau schon gefunden, liebe Freya? Noch nicht. Bald. Eine Sache noch.
Wir möchten unser Beileid aussprechen. Wofür? Für deine Familie. Deinen Bruder. Wir wollten nicht neugierig sein. Das war vor einer Ewigkeit. Geschundene Erinnerungen. Ich bin überrascht, dass noch etwas da war. Hättest du es mir doch gesagt. Ich hätte es verstanden, nicht. Was geschehen ist, ist geschehen, lieber Mimir. Ich weiß deine netten Worte zu schätzen. Atreus Freundin, aber wir wollen uns etwas zeigen, haben wir doch, oder nicht? Jenseits von Ragnarök. Ragnarök ist vorbei, aber es gibt noch viel zu tun. Erkunden Sie die Welten, um die Überreste von Asgard zu entdecken. Stellen Sie Ihren Mut in Muspelheim Schmelztiegel unter Beweis. Finden Sie furchterregende Berserker-Seelen. Schließen Sie Gefallen für Freunde und Verbündete ab. Abenteuer, Herausforderungen und Geheimnisse warten. Ratatösk wartet im neuen Chakdrasil-Samen. Wir Welten reisen. Nice. Oh, und hat geschissen. Wohin zuerst? Wir könnten uns um ein paar Dinge in den Welten kümmern. Oder diese Stücke Asgards untersuchen. Egal was, wir kommen mit dir. Lunda hat auch erwähnt, dass es in Raibs Taverne in Svartalfheim eine Gedenkfeier für Brock geben soll. Ich möchte hingehen. Ich nehme das Weimartung. In 20 Minuten haben wir. Das sollten wir schaffen. Freya. Ich beschäftigt etwas. Was ist los? Freyas Schwert. Ich bin froh, dass er es... Stahl es Odin? Nicht ganz. Man kann es nicht stehlen. Der Besitzer muss es aus freien Stücken hergeben. Freyr ließ es in seiner Jugend schmieden und es hat seinen Antrieb und seine Leidenschaft inne. Jahrhundertelang schwor er, er würde es bis zu seinem Tod führen oder bis er die Liebe seines Lebens trifft. Er und sein Schwert waren beide Romantik. Weißt du etwas über den gefrorenen Drachen? Er schnappte sich Atreus und wollte mit ihm fliehen. Wir kämpften auf seinem Rücken. Was er dir angetan? Odin gab die Befehle. Nur er trägt die Schuld. Hildiswini hat mir erzählt, wie du Hels Armee sichern wolltest, wollte aber nicht näher auf die Verhandlungen mit Reisfeld eingehen. Ach ja, verständlich, dass er sich bei so einem Thema zurückgehalten hat, bis er sah, ob wir den Kampf überleben. Mimir, was genau hast du dem großen Vogel versprochen? Oh, nichts allzu Schlimmes. Sie möchte sich nur gern zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen? Hels Adler will sich zur Ruhe setzen? Nicht jetzt. Oh.
Ich wusste, wir haben etwas vergessen. 5 Facke Silber. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Stimmt was nicht? Nein, es ist nichts. Nur keine Ahnung, ob du es weißt, aber wir nehmen Abschied von Brock in Svartal Fame. Zur Bestattung? Ja, wir treffen uns in Reibs Taverne in Nidavellir. Wir werden da sein. Noch ein Teil rauskommt mit Atreus, wo er die Riesen retten. Was wir uns auch auf der Karte markieren wollen. Vulgäre neue Texte für meine Balladen. Wirklich abscheulich. Jetzt wünschte ich, ich könnte mich an ein paar erinnern. Ah, der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße. Eine große. Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode fürs Drahtziehen. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Hey! Ihr seid da. Wir nehmen gleich Abschied. Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Svertsanden. Das ist im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch. Okay. Erstmal, wenn ich eine Krähe hole, denke ich mir, da ist noch wer. Und die da unten haben wir noch gar nicht komplett. Pass auf!
Gewalt die Bürger wohl kaum davon überzeugt, dass man sich wieder raustrauen kann. Alter, das ist mal geweint. Ich hätte nur auch voll abkürzen können. Mir fehlt, was schon die Geschichten erzählt hat. Hier alles angefangen. Hinten gab es gar kein Tor. Verdammt.
Oh, da gab's ein Tor. Was? Echt? Waren wir noch gar nicht. Verdammt. Was ist los? Ich hätte mich umziehen sollen. Ein Trauergewand, ne? Wir sind nicht angemessen gekleidet. Ist schon gut. Zwerge legen bei Bestattungen nicht viel Wert auf feine Kleidung. Und Brock ganz sicher nicht. Mag sein. Trotzdem, wenn ich's mir überlege, wie würde ich wohl mit etwas Geschmeide um meinen Halsstumpf aussehen? Etwas Gold in den Bart geflochten. Wäre doch stattlich, hm? Ich danke. Da, dort sind sie. Ach was, natürlich kommt er. Es ist sein Bruder. Hoffen wir's. Verlust kann viel anrichten. Du bist da. Legen wir los. Sindri. Brock war...
doch. Was? Wird größer, je mehr man wegnimmt. Wo kommt jetzt noch mal ein Abspann? To all things housed in her silence, nature offers a violence, the bear that keeps to his own. Seeks always its own kind. The world that hardens is a harsher winter hold. The parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is frozen. Winter sunrise, red on white, like blood upon the snow. Like blood upon the snow. Erstaunlich, wie viele Menschen an einem Spiel arbeiten. Und das dann am Ende noch so rauskommt, dass es funktioniert. Hinter dem Licht etwas ist. Ein Jenseits hinterm Jenseits oder so etwas. Aber wo er auch ist, er macht sicher gerade ein Wahnsinnsradau. Das Klagelied schrieb ich für ihn. Wie ist der Titel? Etwas Unflätiges. So hätte er sich das auch gewünscht. Du musst Sindri verzeihen. Er ist... Ja, du weißt. An dieser Stelle machen wir auf. Machen wir mal. Machen wir mal, aber ich glaube, wir zocken erstmal Silent Hill und dann machen wir mit Valhalla weiter. Beziehungsweise New Game Plus, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bedanke mich für's Zuschauen.